Heute spielen wir die zweite Welt in Super Mario Bros. Wonder zu 100%. Dabei gab es wieder zahllose Überraschungen, aber diesmal auch einige Fails. Viel Spaß! Wir haben hier das erste Level, Haus des fleißigen Fischers. Das klingt direkt nach einem Abzeichen oder sowas. Bin ich dabei? Kriegt man ein wichtiges Abzeichen pro Welt oder wie ist es? Nee, ich krieg einen Wundersamen. Okay, ich krieg einfach einen Wundersamen. Wie random ist das bitte? Machen wir jetzt das hier. Im Territorium der Sandhechte. Wir haben unser erstes Wasserlevel. Ach du Scheiße, okay. Kann ich dich töten? Ich sage euch ehrlich, ich glaube, der ist bedrohlich. Die Cheep-Cheeps, die Cheep-Cheeps sind echt süß, das muss ich sagen. Ach du Kacke. Junge, was ist das für ein Monster? Aber ich kann ihn töten, das ist gut. Generell neue Wassergegner, was haben wir hier alles? Was bist du denn bitte? Kann ich dich auch töten? Ich kann dich auch töten. Ich töte einfach alles hier. Ich bin ein Monster. Ich bin wirklich ein Monster. Einmal aufmachen bitte. Dankeschön. Jetzt ganz schnell wieder abhauen. Junge, Junge. Ah, okay, gerade so geschafft, sehr gut. Oh, sieht so schön aus, ne? Sieht so schön aus einfach. Ich bin super gespannt, was der Wundersamen hier machen wird. Kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube übrigens auch, es gibt keine unsichtbaren Wände mehr. Ich bin noch nicht sicher, aber ich glaube, es ist so. Weil ich habe bisher keine einzige gefunden in der ganzen ersten Welt. So, nochmal eine Blume, danke. Aber da oben muss doch irgendwas sein. Das ist doch nicht einfach so hier, oder? Okay, ah, lol. Okay, das ist geil. Das ist echt ganz geil. Okay, sehr schön, wir haben alle Star Coins. Das finde ich schon mal gut. Oh Gott, ich liebe den Peacewitch Soundtrack, ne? Let's go. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben hier nochmal Münze. Ach, hatten wir nicht eben schon einen Checkpoint? Haben wir zwei Checkpoints? Das ist echt seltsam. Das gibt manchmal Level mit zwei Checkpoints. Okay, und die Wunderblume, die hat eine andere Farbe. Oh, die haben eine andere Farbe inzwischen. Haut das Wasser ab? Nee, das Wasser haut nicht ab. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich nehme mich das einfach hinterher, ne? Oh, es ist befriedigend, dass er einfach den Weg frei frisst. Oh, ich liebe es. Es ist so schön. Oh, ich muss wieder 5 Stück sammeln. Oh, nein, es geht ein bisschen länger. Es geht ein bisschen länger diesmal. Okay, das ist wild. Das ist ehrlich wild. Ich sag's euch ehrlich. Okay, okay, okay. Komm, einmal auffressen, bitte. Einmal auffressen. Danke. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt aber noch da drüben. Nein, 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 nein. Bitte. Ich will die noch haben. Alter, war das knapp. Viel zu unnötig. Und da vorne ist der Samen. Let's go. Aber der Gegner gefällt mir nicht. Ich mag den nicht. Okay, komm. Bitte sag, dass es kein Secret Exit gibt. Okay, gibt kein Secret Exit. Alles klar. Gut, dann machen wir als nächstes das hier. Den Delfin-Kick. Ah, den kenne ich. So mit R, okay. Oh, das ist echt nice. Ah, ich kann mit durch Blöcke durch. Oh, wild. Okay, das ist wild, sag ich ehrlich. Ja, nice. Okay, nice. Oh, das macht das Unterwasserspielen so viel angenehmer. Kannst bitte hierbleiben? Kannst bitte hierbleiben? Warum kann eine Blume so gut schwimmen? Das ist unverschämt. Komm, danke schön, danke schön. Yes. Wie schnell seid ihr bitte, Junge? Nein. Bro, bleib hier. Dankeschön. Kannst bitte nicht einquetschen, das wäre sehr freundlich. Nee, oder? Ey, du kleiner Hund, wirklich. Du kleiner Hund. Komm, machen wir nochmal, ist in Ordnung. Das ist voll knapp. Ist doch gleich vorbei. Let's go! Okay, wir haben es geschafft. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall das Schwierigste bisher von diesen Abzeichen-Challenges. Wir haben hier Meereshöhle der Stibitzkes. Wir nehmen mal den Delfin-Kick. Ich glaube, der eignet sich hier ganz gut in den Wasserleveln. Ach du Scheiße, was macht ihr denn? Hey, was seid ihr denn? What? Ach, wahrscheinlich kann ich hier sogar... Moment, kann ich hier... Ah, lol! Okay, dann kann ich sogar gegen die Strömung schwimmen. Das ist ganz geil. Ja, gut, dass ich das Item genommen habe, ne? Kann ich euch töten? Bitte komm. Ah, let's go. So, wunderbar, wunderbar. Überall Münzen einfach. Das ist so schön. Nein, nicht nach oben, nicht nach oben, auf gar keinen Fall. Ist das ein Secret Exit? Nein, oder? Das wäre ein bisschen einfach für einen Secret Exit, finde ich. Was passiert hier? Okay. Einmal im Kreis schwimmen. Wahrscheinlich Starcoin. Ja, Starcoin. Okay. So. Easy. Überleg mal, an sich ist das eigentlich schon ein cooles Level so. Und das wäre eigentlich nach New Super Mario Bros. Standard, so ein Level. Aber dann kommt einfach diese Wunderblume dazu und stellt das Level komplett auf den Kopf. Das ist doch so geil. Okay. Ah, ich muss aufpassen. Nicht absaufen. Ich werde nach unten gezogen. Ich glaube, hier ist eine Strömung. Was? Hier ist doch gar nichts. Wunderblume? Ja, safe Wunderblume, oder? Ja, jetzt. Okay, jetzt, ja. Alles klar. Wollte schon sagen, es war sehr komisch gerade. So, gib mir die Wunderblume. Auf geht's. Sehr schön. Aber was passiert jetzt? Wasser ist weg. Oh mein Gott, Wasser. Ach du Scheiße, wie geil. Okay, ey, wie nice. Das Wasser ist jetzt einfach da, wo kein Wasser war. Und da, wo Wasser ist, ist jetzt kein Wasser mehr. Die machen einfach den TOTK-Untergrund-Move. Oh, das ist wild. Die ganzen Fischlis sterben. Das ist ein bisschen schade natürlich. Okay, anscheinend geht's hier nach oben. Okay, Junge, was ist das für ein ewiges Level? Okay, nee, hier ist der Wundersamen, alles klar. Alter. Okay. Okay, wir haben den Wundersamen. Und wir fallen. Logischerweise. Das ist so geil. Ansonsten dürfen wir auch wieder alles haben. Es sei denn, es gibt ein Secret Exit, was ich mir hier wirklich gut vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin. Kein Secret Exit. Okay, dann weiß Bescheid. Dann gehen wir erstmal in den Shop. Hier natürlich. Hier können wir uns nämlich wieder... Ah, Ausrufezeichenblöcke erscheinen, alles klar. Okay, dann erscheinen einfach Ausrufezeichenblöcke. Die enthalten Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Was zur Hölle? Den Wundersamen kaufen wir uns auch direkt und wir kaufen noch ein paar Zufallsaufsteller. 20 Minuten später. Gelber Stachelkugel. Oh, das ist der erste goldene. Okay, das ist wild. Damit hören wir auf. Dann haben wir hier hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Schon wieder neue Gegner einfach. Oh je. What the fuck? Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Okay, das kann interessant werden. Irgendwie Seifenblasenblume. Das ist ehrlich, ehrlich wild. Kann ich ihn töten? Ich kann ihn noch töten, ne? Ja, okay. Okay, cool, cool, cool. Ah, oh Gott, ich bin viel zu ungeduldig. Ich bin viel zu ungeduldig. Oh mein Gott, Alter, der ist safe. Junge. Ja gut, also hat jetzt leider nichts gebracht. Oh Gott, was mache ich hier, Alter? Warum muss ich auch so speedrunnen? Das muss echt nicht sein. Ach, ich habe den Wandsprung, stimmt ja.
Genau, ich habe den Wandsprung schon voll vergessen. Echt voll Idiot. Ich muss da noch öfter dran denken. Let's go! Let's go! Einfach durch meinen Wandsprung. Aber das ist kein... Das ist Secret Exit, oder? Das ist der Secret Exit, oder? Nee, okay, tatsächlich nicht. Geil. Ey, richtig gut, richtig gut. Aber wie hat man das eigentlich machen müssen? Das war voll schwer. Warte mal kurz, Das Level eignet sich ironischerweise sehr, sehr gut hierfür. Dann nochmal hier rüber, bitte. So geil. Dieses Movement ist so schön. Okay, ist sogar das Star Coin. Let's go. Danke. Ey, es ist so clean. Es spielt sich so clean einfach. Ist der Wahnsinn. Ich sag ehrlich, dieser extra Wandsprung ist super, super praktisch. So, die stechen sich gegenseitig ab. Sehr entspannt. So, du stirbst. Du stirbst auch. Wunderbar. Und die respawnen auch nicht. Und wir haben die Wunderblume. Und wir haben 90 Sekunden. Ah, ja, kennen wir auch schon. Die Musik ist so cool. Geil. Oh, ich liebe es einfach. Okay, das ging sehr schnell. Sehr schön, okay. Wunderbar, würde ich sagen. Dann machen wir weiter. Und zwar brauchen wir hierfür wieder 5 Samen, okay. Ich finde es interessant, was Piranha-Pflanzen für eine große Rolle spielen in dem Spiel. Wölkchengebirge. Das ist eigentlich das Gebirge. Machen wir das Wölkchengebirge, würde ich sagen. Gehört ja auch noch zur Welt 2. Ach, Moment. Oh mein Gott, ich check das jetzt erst. Das ist erst die zweite Welt. Ach du Scheiße. Junge, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte die ganze Zeit, die Blüteninseln sind die zweite Welt. Nein, das ist so eine Zwischenwelt irgendwie. Also, das ist ganz anders als andere Marios bisher. Das ist ja krass, okay. Jetzt sind wir erst in... Ach du Scheiße, jetzt sind wir erst in der zweiten Welt. Oh mein Gott, Junge. Ja, okay. Dann fangen wir jetzt eigentlich erst richtig an. Boah, ist das riesig, ey, ist das riesig. Also die Optik, diese Farben, es ist so schön, wirklich. Alter, ich liebe dieses Spiel, holy shit. Und ich habe 187 lila Münzen, einen Grund zu feiern. Hütte am Fuß des Wölkchengebirges. Oh, ist das schön, Alter. So ein Mix aus Eiswelt und Wolkenwelt und Bergwelt, keine Ahnung. So, wir kriegen wieder ein Wundersamen hinterhergeschmissen, was ich immer ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt, aber okay. Yippie! Yippie! Dann jetzt das eigentliche erste Level von heute. Rutschpartie im Platzertal. Boah, auf Eislevel habe ich jetzt auch Bock, sage ich euch ehrlich. Mehr eigentlich als auf Wasserlevel. Die schubsen einfach hin und her. Die schubsen einfach Blöcke hin und her. I see, I see. Okay, okay, ach du Scheiße. Alter. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Alter, oh mein Gott, war das knapp. Ey, die sind ganz schön eklig. Aber geile Gegner. Also, cooles Gegnerkonzept auf jeden Fall. Ah. Ah. Oh mein Gott. Okay, gerade so. Boah, gar nicht mal so einfach. Was? Scheiße, ich hab verkackt. Aber juckt mich gar nicht. Juckt mich eigentlich gar nicht, Guys, weil. Pass auf, ich versuche was. Ich sag, das wird funktionieren. Nein, ich hab's sogar. Oh mein Gott, so lost. So lost einfach. Aber es geht. Junge, halt dein Maul. Nochmal, nochmal. Alter. Okay, wir haben es geschafft. Let's go. Wie zur Hölle soll ich da rüberkommen? Wir müssen wohl von hier drüben irgendwo nochmal runter. Ich gehe fast davon aus, dass ich hier runter muss. Das ist vielleicht riskant, aber ich werde gebaitet. Ja, okay, war richtig, alles gut. Boah, das war fies. Ich sag ehrlich, das ist fies. Und jetzt ist der Checkpoint. Ich bin so entspannt, dass wir keinen Zeitdruck haben, ne? Das macht so viel besser, dieses Spiel. Boah, seht ihr, wie stylisch ich moonwalke? Oh mein Gott, ist das stylisch. Okay, ich habe eine Idee. Die Idee ist ganz wahnsinnig. Ich stelle mich einfach hier drauf. So, wir springen drüber. Wir haben die dritte 10er-Münze und damit auch dieses Level wahrscheinlich bisher komplett. Aber gib mir jetzt mal die Wunderblume langsam. Die bräuchte ich jetzt langsam mal irgendwie. Ja, hier, ne? Safe hier. Ja, war klar. War klar, okay. Was ändert sich? Es kommt irgendwas. Was zur Hölle? Sage ich euch ehrlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist geil. Aber die Welt geht unter. Okay, cool. Warte mal kurz, kann ich das nicht kaputt? Warte, nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, ja, Secret Exit, let's go. Es gibt wieder eine Secret Exit. Oh, ist das wild, ey. Es macht so viel Spaß. Auch wenn er nicht wirklich schwierig ist, muss man sagen, ne? Scheint jetzt nicht der schwierigste Secret Exit zu sein. Walljump-Bonus ist echt... Warte mal kurz. Ist das geil? Das war das Ziel, Junge. Oh mein Gott, Junge. Okay, wild. Ach, scheiße, ich hab voll verkackt. Ich muss es wohl nochmal machen. Yes! Muss ich nicht. Alles gut, alles gut. Pass auf, wir machen mal was Neues. Wir machen mal den Jetantrieb. Ohne abzubremsen, wer abbremst, ist eine Pussy. Okay, es macht schon echt Bock, ne? Es macht schon wirklich, wirklich Bock, muss ich sagen. Halt euch fest, ja? Halt euch gut fest jetzt. Achtung! Let's go. Geil. Nein, oh mein Gott, ich muss ja... Ah, ich muss ja die Dings mitnehmen, stimmt ja. Das kann nicht sein, dass das geht, ne? Kann man sich wirklich durch Walljumps unendlich... Ja, let's go! Wie hätte man das sonst machen sollen? Es war voll schwer. Ich kann mir in dem Spiel sogar vorstellen, dass sie mal irgendwann ein Level machen mit 2 Secret Exits. Ganz im Ernst, ich kann es mir vorstellen. Nintendo macht so eine abgefuckte Scheiße. Was geht jetzt? Aber ich habe immer noch das Abzeichen ausgerüstet. Ich voll Idiot. Was ist jetzt? Okay. Ich muss die einfach nur besiegen. Das war von vornherein die Mission. Wow. Ich dachte die ganze Zeit, wann kann ich den eigentlich besiegen? Oder was passiert, wenn ich ihn besiege? Ja, das war die Mission. Was ist das denn bitte? Rätsel der... Oh, es gibt auch noch Rätsel-Level. Das machen wir gleich. Erst machen wir hier 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Einfach in jedem Level neue Gegner. Das ist echt krass. Ach du Scheiße, was bist du denn, Alter? Was bist du denn bitte? Es schneit. Alter, ich hoffe, wir haben mal wieder Schnee irgendwann. Und... Oh,
Geil. Elefant Luigi. Okay, okay. Wir rennen einfach mal durch, würde ich sagen. So, aber die erste 10er-Münze, das finde ich doch auch ganz gut. Der Elefant den Schnee wegmacht. Alter, was bist du denn bitte? Eine Eule? War das gerade eine Eule? Was hier ist safe irgendwas, ne? Ja, safe ist hier irgendwas, natürlich. Die Secrets sind so cool, wirklich, ne? Es gibt so viele Secrets zu entdecken. Auch wenn es meistens so kleine Münzbelohnungen sind. Einfach fresh. Okay, zweite 10er-Münze. Weg mit dir. Weg mit dir, dir und dir. Komm, ich töte euch alle. Sehr schön. Zack, zack, zack. Und der Checkpoint schon. Und er boxt die Dinger auf, richtig? Ja, er boxt die einfach auf. Okay. Oh, yo. Was genau hat sich verändert? Es entsteht Schnee, okay. Ah, es entsteht Schnee. Alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Nee, da oben ist die 10er-Münze. Wir haben anscheinend doch gar nichts verpasst. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, was ist das für ein Chaos? Was für ein Chaos einfach. Aber ich muss sagen, das ist eines der unspektakulären Wunder auf jeden Fall. Aber die Musik ist mega schön. Hat auch echt einen sehr nice Vibe. Und passt halt auch gut jetzt gerade zu der Zeit, wo es kälter wird, nicht wahr? Easy. Wundersamen erhalten. Ich glaube, hier kommt das Ziel, oder? Höchstwahrscheinlich kommt hier das Ziel. Ja, hier kommt das Ziel. Alles klar. Dann das hier. Es ist ein Abzeichentest mit 4 Sternen. Ach du Kacke. Da bin ich absolut dabei. Die Abzeichentests waren nie so schwer bisher. Ja, logisch, logisch. Okay, alles easy. Okay, okay. Ja, ich merke schon, Alter. Ich merke schon. Hier ist sehr weirde Parcours-Scheiße, wenn ich ehrlich bin. Aber feier ich. Das macht Nintendo eigentlich nie. Das finde ich gut. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Da müssen wir hier rüber offensichtlich. Alter, was für kleine Sprünge wirklich. Was für winzige Sprünge. Ja, ja, meine Mario Maker Kaizo-Zeiten haben mich hierauf trainiert. Ich sag's euch. Alter, okay, 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 okay. Bitte zwischenlanden, danke schön. Und nochmal hochretten. Alter, was ist hier los? Also krass, dass Nintendo sich sowas traut, sage ich ehrlich. Weil das ist jetzt wirklich nicht so einfach für viele Spieler. Wait, was? Okay, das ist hart jetzt. Sag ich euch ehrlich, das ist jetzt wirklich hart. Das überrascht mich gerade richtig, dass sie das wollen. Landen hier oben. Alter, was? Okay, krass. Nintendo, was ist los mit euch? Junge. Ich sag ehrlich, das war nicht so einfach jetzt. Also für mich natürlich schon, aber... Nein, aber im Ernst jetzt mal, mich wundert es, dass sie das für alle Spieler so zugänglich machen in der normalen zweiten Welt. Das finde ich krass. Weil ich glaube, das kann manche schon ein bisschen wahnsinnig machen. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Rätsel der Verstecke. Ey, was machen die denn alles hier bitte? Ich finde alle versteckten Wundermarken. Was zur Hölle? Einfach ein Suchlevel? Junge, was? Ah, I see, okay. Ja, hier geht's um die Blöcke. Warte mal, das ist also... Okay, Luigi, ja. Okay, das ist weird, das ist weird. Oh, das war die 5. Münze. Okay, okay. Oh je, das kann ja lustig werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier stirbt. Nee, nee, okay, tut man noch nicht. Man stirbt hier tatsächlich nicht. Okay, das ist interessant. Okay, das war's aber schon. Irgendwie habe ich was verpasst, offensichtlich. Huiuiui, aber hier ist doch gar nicht mehr so viel zu erkunden. Also, so viel ist hier doch gar nicht. Warte, ich kann in den Hintergrund. Ich kann da hinten in den Hintergrund. Die Röhre vielleicht? Ja, okay. Geil, dass sie das jetzt auch machen. Weil das ging früher nicht, aber in Mario Maker war es möglich, quasi in Röhren reinzugehen, wo irgendwas rauskommt, wo Gegner rauskommen, wo Items rauskommen oder was auch immer. Das war lange Zeit nicht möglich. Okay, aber wo zur Hölle soll die letzte bitte sein? Kann ich vielleicht eine Röhre verschieben? Die vielleicht. Es kann sein, dass ich die verschieben kann, oder? Ja, okay. Komm schon, das muss was bewirkt haben. Nee, komm schon. Das kann nicht sein, Alter. Ja, hier, okay. Oh, ist das dreckig. Ist das dreckig. Ja gut, aber habe ich relativ schnell gefunden, zum Glück. Irgendwie auch ganz witzig, auch wenn es ein bisschen dumm ist, dass da einfach unsichtbare Blöcke versteckt sind. Aber dafür, dass der Bereich so abgetrennt ist, kann man schon mal machen. Gut, dann muss ich einmal hier 4 Wundersamen vorzeigen. Angriff der Spießeriche. Junge, was sind das für Gegner, Alter? Diese ganzen, ich sag ehrlich, die Vögel gehen mir bisher meist auf die Nerven. Ach du Kacke, kann ich euch töten? Ja, kann ich. Oh Gott, die gehen mir ultra auf die Nerven. Ja, okay. Ja, easy. Okay, danke, aber leider keine Starcoin. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gehofft. Lasst ihr mich mal in Ruhe hier. Zack, zack, zack. Okay, ich töte euch alle. Ihr werdet alle getötet. Hast du die erste Starcoin? Ja, es war die erste, okay. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, Junge. Jetzt komme ich auch hier hoch, okay. Das hier könnte auch was sein. Okay, okay. Ja, ein Wolkenabschnitt, nice. Bitte nicht verkacken, bitte nicht verkacken, bitte nicht verkacken. Danke. Sehr schön. Perfekt. Fantastisch, Alter. Alter, okay. Ah, da hoch. Okay, irgendwie muss ich da hochkommen. Sehr interessant. Ja, doch wahrscheinlich, oder? Warte. Ah, lol, okay. Okay, 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 alles klar. Haben wir auch schon mal in irgendeinem Trailer gesehen. Auch ganz, ganz abgefuckt. Junge, wie kommt man auf die Idee, bitte? Wie sind die auf die Idee gekommen? Ja, spielt das Level einfach auf der Seite so. Klar, warum nicht, ne? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich darf mich auf gar keinen Fall... Ah, hier würde ich runterfallen, okay. Scheiße. Das war dumm. Das war dumm, das war richtig dumm. So viel kann ich hier gar nicht machen, ne? Nee, offensichtlich ist hier schon vorbei. Hier geht's safe runter, ne? Ja, okay, war klar. Das war klar. Ja, okay. Das sollte klar sein, denke ich. Einmal hier bitte. Ja, dritte 10er-Münze. Let's go! Oh, Moment. Wait a second. Wait a second. Das ist sus. Okay, schade. Ich gehe ja so auf Secret Access jedes Mal. Egal, komm. Passt schon. Hm. Sollte passen. Sollte passen, denke ich. Aber ich sag ehrlich, die sind noch schlimmer als diese Stibitzis von vorhin oder wie sie hießen. Alright, kein Secret Exit. Also, weiter geht's. Stopp! Ein Shop. Ja, du hast nochmal einen Wundersamen. Den werde ich hier selbstverständlich abkaufen. Und komm, wir brauchen nochmal ein paar Pappaufsteller. Es wird ein richtiger Krampf zu vervollständigen, ganz im Ernst. Ballon, Luigi! Nochmal einen goldenen. Let's go. Okay, jetzt reicht das mal. So, was haben wir hier?
Von Pfahl zu Pfahl. Okay. An den Dingern kann man wohl hochklettern. Sieht gar nicht seltsam aus. Aber gut, sehr schön, okay. Hier vorne haben wir die erste 10er-Münze und... Ach du Kacke, ey. Ein paar Münzen. Okay, nice. Oh, nice. Oh, das war cooles One-Up. Das ist schön, dass die da was versteckt haben. Und der Checkpoint, aber nur nach einer Starcoin. Aber gut, die kam eben gerade erst. Da muss alles stimmen. Oh je. Was soll das hier werden? Ach du Kacke. Okay, haben wir. Okay, das war irgendwie stylisch gemacht gerade auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist hier die dritte Starcoin. Ja, perfekt. Da stehen alle drei Starcoins. Das ist ja viel zu einfach, wirklich. Das ist viel zu einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier wieder ein Secret Exit gibt. Ich hier durchskille, Junge. Viel zu stylisch. Dieser Block sieht anders aus. Sieht er anders aus? Ach du Scheiße. War ich klar, dass die sowas machen, ne? Oh, das ist nice. Das ist ehrlich nice. Das macht so Spaß einfach. Okay, okay. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Okay. Hier geht's hoch hinaus. Ich sehe schon, ja. Alter, okay, ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein anscheinend. Ey, das ist so seltsam, wie lang zu klettern, ne? Einfach an jeder Wand klettern zu können und alles ist so irgendwie komisch. So, dann dich hätte ich einfach noch ganz gerne. Dankeschön. Willst du nur noch nach oben gehen? Easy. Okay, okay, okay. Und Ziel. Ah, let's go. Gerade so. Das war knapp. Bisher kommen wir sehr flüssig voran, muss ich sagen. Eine Verschnaufpause. Verschnaufpausen sind eigentlich einfach. Die sind immer sehr geschenkt. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Das ging sehr schnell tatsächlich. Ja, Verschnaufpausen sind halt geschenkt, aber immer ganz nett. Eigentlich ganz nett so, ne? Schwebehochsprung, was zur Hölle? Das ging sehr interessant. Ich glaube, den kenne ich noch nicht. Okay, ich springe höher als normalerweise. Ah, der Luigi-Sprung. Okay, der Luigi-Sprung. Gut, dass wir Luigi sind, das passt umso besser. Alter, war es knapp. War es knapp, Junge. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Aber ist das nicht voll overpowered, wenn wir ehrlich sind? Also kann man damit nicht voll viel überspringen. Okay, okay. Alter, der fliegt. Ich glaube, es ist ganz normale Luigi-Steuerung, aber ich bin nicht ganz sicher. So, ja, komm. Okay, easy. Ja, ja, doch, ganz einfach. Wölkchen-Arena. Oh, wir haben wieder eine Arena. Die Arenen sind sehr, sehr cool. Ja, komm, nimm mal zwei Feuerblumen. So, ich kann dich einfach one-hitten. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ich kenne dich noch gar nicht hier. Du Hund aller. Okay, das war sehr strong. Sehr, sehr strong. Verdammte Kacke. Okay, das wird schwierig. Ich sage euch ehrlich, das wird ein bisschen schwieriger als die anderen bisher. Okay. Was? Was? Wie? Ich habe ihn nicht getötet. Okay, das ist ziemlich, ziemlich schlecht. Das müssen wir definitiv nochmal machen. Digga, ich sehe da nichts, mein Gott. Ihr seht es nicht, meine Kamera ist davor. Das ist genau an der Stelle und ich sehe das nicht immer ganz. Ja, halt dein Maul. Okay, es hat funktioniert irgendwie. Okay. Junge! Okay, sehr schön. Ja, ja, wir sind viel zu langsam. Wir sind ehrlich viel zu langsam. Ich denke mal, das Zeitlimit ist auch ein bisschen lockerer hier, aber trotzdem, gut ist das nicht. Ja, ist okay, ganz im Ernst. Okay, sehr schön. Junge! Okay, das geht so, ne? Scheiße. Noch einer. What? Wie hab ich den... Was? Wie hab ich den einen da vorne getötet? Ja, 74 Sekunden ist nicht wirklich gut. Aber vielleicht habe ich Glück. Ah, scheiße, ja. Ja, okay, nochmal. Alles klar. Okay, sehr schön. Ja, 20 Sekunden ist in Ordnung. Wir rennen das mal durch. Ich glaube, das ist sogar fast sinnvoller. So, zack, 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 zack. Ja, das ist gut auf jeden Fall. Sehr schön. 54 Sekunden. Junge, das ist echt stark, da gebe ich mich mit zufrieden. Hier drüben kann ich ja wohl auch was machen, aber... Ach so, ich kann einfach hinlaufen. Wow. Ach du Scheiße. Ein 4-Sterne-Level. Okay, ich bin gespannt, warum wir unser erstes 5-Sterne-Level spielen. Das kann lustig werden. Das sind immer die besten. Die Level, die direkt mit der Wunderblume anfangen. Oh je. Es wird schneller. Alter. Alter, nein. Dead, 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 dead. Dead, 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 dead. Scheiße, ich bin nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Okay. Alter, scheiße. Hab's geschafft? Wir haben's geschafft. Im First Try? Das war kein 4-Sterne-Level, sind wir ehrlich. Das waren 2 Sterne vielleicht. Das war cool, aber das war noch zu einfach. Also da fehlen noch Gegner und alles. Aber an sich, nice. Was ist hier oben? Ja, ich glaube, hier oben fängt jetzt. Nee, Abzeichentest für Profis. Okay. Sprungfeder. Sprungfeder, okay. Alter, oh nein. Was ist das denn? Also ich drück nichts, ne? Nur so zur Info, ich drück gerade gar nichts. Und er springt trotzdem weiter. Alter, okay. Wie viele Checkpoints gibt's hier denn bitte? Einfach alle paar Meter ein Checkpoint. Okay. Ist das wild. Ich sag schon. Super Mario Wonder nur als Sprungfeder durchspielen. David, ich klaue dir deine ganzen Ideen. Ah, okay, sehr gut. War knapp. Okay, was zur Hölle? Das werde ich niemals freiwillig benutzen, das Ding. Spezial. Ah, okay, hier kommen wir in die Spezialwelt. Alles klar. Da wollen wir natürlich nicht hin. Deswegen machen wir hier weiter. Bei dem Bruder. Watteweiche Flauschplattformen. Okay. Die bouncen? Nee. Was zur Hölle? Was passiert jetzt? Oh nein! Sie gehen kaputt. Nee, sie gehen nicht kaputt. Okay, aber kann trotzdem ein interessantes Element sein, denke ich. Ja, okay, okay, okay. Boah, ist das schön, ne? Ist das schön hier. Was weiß ich, wenn ich das eindrücke? Dann platze ich.
und falle runter. Okay, das ist wild, weil ich komme von unten irgendwie nicht durch. Okay, ich weiß nicht ganz, was mit denen auf sich haben wird. Bisher wirken die nicht so interessant. Ich kann nicht ganz einschätzen, was ich damit machen soll. Junge, wieso kann der Elefant sich von so einer Blume tragen lassen? Okay, hier muss ich auch runter, safe. Sehr schön. Ein netter Bonus auf jeden Fall. Let's go, wieder ein Elefant. Und ich kann wieder gießen. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verpasse in dem Level die ganze Zeit was. Okay, der lässt schneller nach als die anderen. Den muss ich auf jeden Fall wachsen lassen, ja. Okay, sehr interessant. Ah, oh, ganz schön versteckt diesmal. Bouncen die jetzt? Wahrscheinlich bouncen sie jetzt, oder? Was? Bruder, ach du Scheiße. Ich bin einfach ein Block, der keinen Schaden nimmt und der einfach hüpft. Digga, was haben die genommen während der Entwicklung? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann gar nichts machen einfach. Nein. Ach so. Ach, ich sterbe. Ich sterbe quasi. Ach so, makes sense, ja. Ich muss mich kurz opfern. Bitte nicht sterben. Danke. Ist das wild. Einfach Kasten, Luigi, Junge. Ah, kacke. Kann sein, dass ich ein Problem habe. Ich habe ein Problem. Scheiße. Verdammte Kacke. Ja, das ist voll fies, ja. Man kann sich hier richtig einfach softlocken. Okay, wir haben das Ziel erreicht, aber ich bin mir irgendwie fast sicher, dass ich was übersehen habe. Ach ja, eine Starcoin. Eine Starcoin tatsächlich. Okay, let's go. Was ist hier los? Wait, was ist hier? Warum leuchtet hier der Boden? Ich kann hier nichts machen. Was hast du für einen stabilen Rüssel, Luigi, no homo? Ah, lol. Okay, ich dachte eigentlich, da war jetzt die erste, die ich vorhin geholt hatte. Ich habe die anscheinend übersehen. Okay, easy. Okay. Hallo, Kermek. Oh, es kommt so ein Luftschiff. Da müssen wir. Ja, Luftgaleere, geil. Da habe ich jetzt Bock drauf. Damn, wie das aussieht alleine schon. Was zur Hölle bist du denn? Eine Bombe? Junge, wie wild. Was ist er denn, Alter? Einfach ein Böller als Gegner, man kennt's. Es macht sogar Schaden. Okay, es macht sogar Schaden in der Explosion. Jetzt check ich den Scheiß. Aber mir nicht. Okay, das ist sehr seltsam. Mir machen die keinen Schaden, aber an sich machen die Schaden. Jo, die machen sogar die da oben kaputt. Das ist sehr komisch irgendwie. Scheiße. Okay, wir haben es noch geschafft. Die sind echt cool, die Dinger. Schaffe ich sie hoch? Komm schon. Ah, kacke, Alter. Sehr schön. Easy. Und der Checkpoint auch direkt hinterher. Ich bin ehrlich gespannt, was hier für ein Boss kommt. Ich hoffe nicht wieder Bowser Jr. Erstmal die Wunderblume einsammeln, würde ich sagen, oder? Was? Ey, Bruder, das ist ganz so gar nicht okay. Digga, er zielt einfach auf mich. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll, ne? Generell, die Wunderblumen vor den Bossfights sind für einfach immer nur Folter. Scheiße! Oh mein Gott, Alter. Okay, aber scheiße, wo ist die dritte Starcoin? Da habe ich gerade echt keine Ahnung. Oh mein Gott, Alter, war das close? Holy shit, du kleiner Hund. Scheiße. Ja, kacke. Da habe ich soeben die dritte Starcoin verkackt. Aber gut, da wissen wir, das ist die dritte Starcoin. Und wir haben hier was ganz anderes, oder? Gegen was kämpfen wir? Gegen eine Maschine? Ah, okay, schade. Ich finde Gegner mal ganz cool halt, ne? Jetzt einfach auf den Knopf drücken, richtig? Das war's schon? Okay, also ist ganz witzig. Aber schade, dass kein richtiger Bosskampf kommt. Ja. Mann, gib mir Bossfights. Okay, ich brauche bessere Bossfights, ganz im Ernst. Tja, wir müssen es leider nochmal machen. Mir fehlt die dritte Starcoin. Ich weiß auch genau, wo sie sich befindet. Los, schieb, Luigi, schieb. Easy. Ist geil, wie wir so in der Maschine drin sind, im Schiff. So ein bisschen reingucken können. Das ist cool. Ah, ist echt lächerlich. Das ist echt lächerlich. Dann haben wir hier noch Countdown am Himmel. Oh, die Plattform kenne ich. Die sagen mir was. Okay, eins. Ah, kleiner Hund. Lädt sich wieder auf? Ja, es lädt sich sogar wieder auf. Okay. Oh, die kennen wir auch, glaube ich, ne? Die gibt es auch schon, glaube ich, aus älteren Spielen. Ich bin nicht ganz sicher. Okay, das ist sehr random. Okay, zack. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Ja, ich glaube, bisher sind die noch nicht so schwer. Wait. Was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nach oben werfen. Oh Gott. Ja. Ich habe auch irgendwie vergessen, dass man Powerblöcke nach oben werfen kann. Aber stimmt, das geht ja. Warum, let's go. Easy. Der Elefant. Ich mag den Elefant, glaube ich, echt am meisten. Das ist irgendwie nice. Kommen wir hier hoch? Wir kommen da nicht hoch. Aber das hat trotzdem sehr geholfen, auf jeden Fall. Wir kommen doch hoch. Ha, junge Elefant in der Wolke. Oh, Moment. Moment, das ist sogar richtig. Das war sogar notwendig. Alles klar. Oh, what? Einfach Freefall-Scheiße. Kurz mal TOTK machen. Wow. Eigentlich will ich ihn noch nicht einsammeln. Vielleicht will ich ihn doch einsammeln. Okay. Ich hoffe, ich habe dadurch jetzt nicht die dritte Starcoin verpasst, ne? Yo, das war skillig. Komm. Okay, easy. Ach, du Kacke. Ja, das wird lustig. Okay, sehr schön. Sauber, würde ich sagen. Nicht den Anschluss verlieren. Oh nein, ein Elektro-Level. Die Musik passt aber gar nicht, finde ich. Oh, warte kurz. Ich habe nicht ganz verstanden, wie dieses Level funktioniert. Ach du Scheiße. Oh, das ist ein geiles Konzept. Das ist ehrlich ein geiles Konzept. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, oder? Der droppt einfach. Du Ehre, Mann. Was ist mit ihm los?
Ach, scheiße. Wowi, zaui. Scheiße. Das hat nämlich gar nichts gebracht einfach. Ich habe richtig reingeschissen. Da ist safe die zweite Starcoin da hinten. Ja, doch, ist richtig gewesen. Okay, richtig? Ja, komm, oder? Ja. Alter, ist das assi. Muss echt mit Elefant hierher kommen. Aber gut, wir haben es geschafft. Ah, okay. Sehr schön, wir haben ihn. Alter, fuck, 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 Junge. Das ist gar nicht mehr so einfach. Junge. Bald? Später. Das ist echt witzig. Irgendwie sind die auch ganz witzig, die Blumen. Auch wenn sie einem brutal auf den Sack gehen. Dann so und zack, zack. Nur noch den drei ausweichen. Ach, ist doch so klar. Ist doch so klar einfach. Und das Wetter ist wieder schön. Oh, das ist doch wild. Oh. Okay, alles gut. Haben wir geschafft. Es dürften auch die 100%... Warte mal. Wo war der Wundersamen? Hä? Was? Wo war die Wunderblume? Digga, hä? Wie hab ich das denn bitte verpasst? Ich darf mich nicht beschweren wegen der Schwierigkeit. Ganz im Ernst. Also in der ersten Hälfte safe nicht. Safe nicht. Warte mal, was? Was? Wieso habe ich die verpasst vorhin? Okay. Ey, nein, stopp. Hier bleiben. Ist das wild? Wie hab ich den vorhin verpasst, bitte? Ah, das ist wieder ein wichtiger. Stopp, Moment. Den brauche ich, den Bruder. Okay, das ist echt sweet. Oh, das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Oh mein Gott. Ah, bitte nicht sterben. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den verpassen konnte, ehrlich gesagt. Fallen ohne Angst. Ah, der Rettungssprung. Ja, den kennt man auch schon. Den kennt man auch schon. Kostet sogar 100, ganz schön teuer. Easy, den Wundersamen kann ich auch noch kaufen. 68. Komm. 69. Und dann noch hier immer im Kreis eine Verschnaufpause. Ah, aber ich glaube, die ist nicht so einfach, oder? Sind Verschnaufpausen immer einfach? Das ist die Frage. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay, Nintendo, wie ihr meint. Dann wird's Zeit fürs Castle. Oh, 4 Sterne. Palast des Wölkchengebirges. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, ob wir wieder gegen Bowser Jr. kämpfen werden. Geile Atmosphäre. Einfach so ein Schloss an der Spitze eines Gebirges. Steigt die Lava von unten an oder sowas? Nee, wir haben nur Knochenpiranhas. Halt dein Maul, wirklich. Diese ganzen bösen Zauber sind echt interessant. Die sind echt ein cooles Konzept. Ach, Kacke! Okay, okay. Mach mich ein bisschen überfragt, wo hier die Challenge ist. Ist alles zu easy. Okay, ich brauch definitiv den Wundersamen. Ah. Ja, ich brauche definitiv den Wundersamen und da haben wir ihn. Ah, lol. Okay, das hätte ich jetzt hier nicht gedacht tatsächlich. Das hätte ich hier jetzt ehrlich nicht erwartet. Okay, okay. Nein! Ach, Digga, ich dachte, ich lande wieder oben drauf. Ach, scheiße, was für ein Pech kann man haben. Alter, das ist so seltsam. Nein, scheiße. Okay, kacke. Ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Kann ich hier rein? Ich kann hier nicht rein. Aber irgendwas ist da unten. Da ist auf jeden Fall die Starcoin. What? Okay, und hier ist die letzte Starcoin. Ja, ein bisschen geschenkt ist das, die letzten beiden. Ach, kacke. Okay, war das knapp, Junge. Ich darf auch nicht mich mehr treffen, ne? Wenn ich einmal getroffen werde, sterbe ich. Okay, okay, okay. Ah! Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben alles. Ja, wir haben alles. Oh mein Gott. Dann ab zum Final Boss. Mal sehen, was das jetzt wird. Was nun, Meister? Okay, der Boden bewegt sich tatsächlich. Da hat sich ja wirklich was einfallen lassen. Was hat sich verändert? Das Eis? Ah, es ist Eis. Okay, Eisboden. Ja, okay. Ist halt cool, dass es sich pro Treffer verändert. Das ist echt ganz nice eigentlich. Aber trotzdem, was kommt da jetzt noch? Wait, was? Oh, Leute, das ist Honig. Oh, wie geil das aussieht. Hab ich ihn? Nee. Oh, okay. Er hat mehr Treffer. Er steckt mehr Treffer ein. Das ist cool. Aber er ist richtig sauer gerade. Er wird gerade richtig sauer. Na, komm. Komm. Hör auf. Was? Okay, jetzt hab ich ihn. Jetzt habe ich ihn, alles klar. Ich sage euch ehrlich, das kann noch was werden. Von mir aus ist es weiterhin Bowser Jr. Ist halt, ja, okay. Aber gibt's Schlimmeres, ganz im Ernst. Und wir haben einen Königssamen erhalten. Geil. Was zur Hölle? Haben die gejodelt? Haben die gejodelt, weil die in den Bergen sind? Oh, wie cool. Ich fühle mich repräsentiert. Sehr schön. Und damit müssten wir auch alle haben, oder? Komm, sag es. Yes! Du hast alle Wundersamen im Wölkchengebirge gefunden. Zur Belohnung erhältst du wieder 100 Blumenmünzen. Also die Blüteninseln sind immer so quasi so ein Ort zwischen den Welten. Damit wird die nächste Piranha-Pflanze vertrieben. Und wir bauen mit dem bösen Side-Eye einfach. Da ist ein Haken dran bei Wölkchengebirge. Und auch bei den Röhrenfelsenwiesen ist ein Häkchen dran. Aber wie gesagt, hier fehlt mir eine Sache. Hier habe ich eine Sache leider vergessen. Da wurde ich netterweise darauf hingewiesen. Hier hinter. Moment, wo ist es? Ja, hier ist noch eine Röhre. Nichts Besonderes, aber wir kommen anscheinend noch bei einem Captain Toad raus. Haben wir ja schon mal gesehen. Ja, ja, okay. Wir sind wieder in diesem Vulkan. Wo zur Hölle sind wir hier bitte? Wahrscheinlich wieder nur 50 Münzen. Ja, wieder nur 50 Münzen. Alles klar. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Auf den Blüteninseln und dann geht's in die Güldenfälle, die sich anscheinend hier vorne irgendwo befinden, ja. Dann lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und checkt hier bitte die Playlist ab mit allen Parts des Projekts. Ja, ich bedanke mich fürs Anschauen. Ciao.